Hi, ich bin das Kleeblatt und willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Foodhaul auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder Samstag und wir waren einkaufen gewesen beim Lidl und beim Tesco. Und da fällt mir ein, ich habe letztes Mal gar nicht gesagt, dass wir ja viel Geld immer beim Lidl ausgeben, das wisst ihr ja. Und Lidl bedankt sich, indem es uns 40 Euro als Gutschein gibt, zurückgibt. Da haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut und haben auch wieder zugeschlagen im Lidl. Wir haben ausgegeben, ich meine 100 Euro beim, nee Quatsch, 65 Euro beim Tesco und bei Lidl waren es 100 Euro. Also insgesamt 160 Euro wieder ausgegeben. Ich wollte eigentlich die Challenge machen, 60 Euro und nicht mehr. Das habe ich heute nicht hinbekommen, was schade ist. Ja. Fangen wir schnell an. Jetzt möchte ich auch nicht weiter rumlabern und euch die Produkte gerne zeigen, die wir hier gekauft haben. Dann geht's los. Ich mache alles durcheinander. Ich weiß jetzt natürlich bei den einzelnen Produkten schon, wo die herkommen. Ich sage es dann dazu. Ich mache jetzt nicht erst Lidl und Tesco, sondern alles gemischt und auf los geht's los. Dann haben wir hier einmal Müsli, die sind vom Lidl. Müsli-Riegel, wollte ich sagen, mit Banane und Schoko. Sind sehr, sehr lecker. Dann ein Brie-Käse, den gab es schon ein paar Wochen nicht. Deswegen habe ich ihn heute auf jeden Fall mitgenommen und ist in den Einkaufswagen gelandet. Der leckere Brie-Käse. Die musste ich jetzt schon alle ausräumen. Die anderen 5 Flaschen sind schon im Kühlschrank. Das ist ja so eine Activia-Milch irgendwie so. Activia, kennt ihr auch alles, ne? Dann haben wir zweimal Milch mitgenommen, Light. Fokus, ja, Milch Light. Dann dachte ich mir, es wäre sehr, sehr lecker, mal sowas zu probieren. Wir probieren ja immer noch aus. Hier, das ist hier einmal mit Mango und Joghurt. Klang jetzt erstmal so richtig lecker, so sehen sie aus. Einmal mit Mango und einmal mit Erdbeer. Sieht man auch so, gleiche Bild und dann halt mit Erdbeer. Das gibt es bei uns immer sonntags, da gibt es immer irgendwie so ein Joghurt oder so. Das ist Schinken aus der frischen Theke und zwar vom Tesco. Das ist italienischer Schinken. Wir probieren es mal mit dem, weil der hat nicht so viel Fett drumherum und außen dran, sondern nur da so ein bisschen. Und ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Wir werden es mal ausprobieren und ja, probieren, wie er schmeckt. So, dann noch schnell Tiefkühlsachen. Zum einen haben wir hier einmal mitgenommen, auch vom Tesco. Brokkoli, dann Erbsen, die mache ich eigentlich so am liebsten, da gibt es eigentlich auch immer dieses Angebot, 2 für 2,50 Euro, habe jetzt aber nur eine mitgenommen, ja, weil ich nicht so viel brauche und das sind ja immer kleine Mengen, das ist richtig gut, dann wird schnell aufgebraucht. Und dann habe ich Putenfleisch, schon dieses Vorgegarte, habe ich 4-mal mitgenommen beim Lidl. So, und dann beim Tesco haben wir noch mitgenommen Crème Fraîche. Das brauchen wir für die Lasagne. Morgen gibt es Lasagne. So, dann haben wir natürlich 2-mal Gouda mitgenommen. Einmal Hackfleisch in einer Familienpackung. Natürlich mit 5% Fett. Und ein Frischkäse. So Naturbasis, den brauche ich auch für eine Soße. Margarine, 2-mal mitgenommen. Dann 3-mal Salami, unsere gute deutsche Salami, so rum. Dann möchte ich das gerne mal probieren mit einem Kräuterrand-Putenaufschnitt, ob die was taugt. Weil ich habe hier meine Probleme hier mit Aufschnitt. 3 Puten-Hähnchenbrustfilets. Dann haben wir hier, sind schon ein bisschen platt, Croissants, 4 Stück, schon abgepackt. Dann haben wir hier eine Müsli-Riegel in Schoko. Dann hat mein Mann noch Müsli mitgenommen. Sein Müsli gab es nicht, deswegen hat er dann das hier mitgenommen. Dann haben wir im Lidl auch noch Spekulatius noch gefunden, nochmal mitgenommen. Lebkuchen mit Herz hatten sie diese Woche. Deswegen haben wir die auch nochmal mitgenommen. Machen wir mal weiter mit dem Saft. Das ist jetzt von Tesco.
Ihr Tropic-Saft, den kennt ihr ja auch schon zur Genüge. Den hat sie auch oft immer gehabt. Dann haben wir hier Frühlingszwiebeln. Die dürfen auch nie fehlen, weil ich liebe die total und ich vertrage die sehr gut. Dann ein Gürkchen. Darf man auch nicht vergessen. Dann habe ich dreimal Tüten von Shepherd's Pie mitgenommen, weil mir das so gut geschmeckt hat. Und irgendwann mache ich es dann auch alleine. Aber die Soße fand ich so richtig, richtig lecker. Und deswegen habe ich da gleich drei mitgenommen. Käse. Den weißen Cheddar-Käse. Zweimal Brötchen mitgenommen. Aufbackbrötchen. Dann habe ich einmal so Paprikas mitgenommen. Rot und gelb. Brauche ich für meine Schoschnickspieße. Dann Lasagneplatten. Die habe ich heute leer gemacht, deswegen haben wir neue Lasagneplatten gekauft. 500 Gramm Möhren. 500 Gramm Möhren, davon habe ich zwei Tüten mitgenommen, weil das ja so eine kleine Tüte ist. Dann haben wir hier einmal zwei Zucchinis, genau. Zweimal Bagels Natur, einfach so, ja, schmale Bagels. Auch Baguettebrötchen mitgenommen. Kostet 1 Euro 4 Stück, war günstig. Weil ja irgendwann bald in 2 Wochen Halloween ist, haben wir noch für 2 Euro so ein, ja, Küchlein mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das haltbar. Bis Dezember, 9. Dezember. Ja, da haben wir ja noch Zeit, dann können wir den ganz gut essen. Ein Hexenkuchen. So, dann haben wir bei Tesco noch mitgenommen. Thomas seine Burgersoße, das macht er so einfach auf den Käse drauf, auf Toast oder Bagel. Und das findet er richtig lecker. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Haben wir noch einen Esskürbis mitgenommen. Ja. Ich möchte gerne so einen, ja, Kürbis-Puten-Topf machen. So, dann haben wir hier nochmal 5 Dosen, das kennt ihr ja auch schon, Kaffeesahne mitgenommen. Dann hatten die bei Tesco im Angebot diese Soßen von Dolmio. Das ist hier einmal für Lasagne und das ist hier für Bolognese. Oder nur diese Soße mit Nudeln oder ja verschiedene Gerichte, Hackfleisch dazu und Paprika. Oder ich nehme nur passierte Tomaten. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und es war im Angebot, deswegen habe ich 2 genommen. 2 Stück für 3,50 Euro. Dann beim Lidl wieder gab es noch so einen großen Christstollen. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und da ich den noch nie selber gemacht habe, habe ich den einfach nochmal mitgenommen, weil der auch mit Marzipan ist. Ja. Und deswegen musste der Große dann auch einmal mit. Ja. Dann nochmal 4 normale Brötchen, auch schon so abgepackt im Lidl. Dann habe ich im Lidl noch mitgenommen 2x Lauch. 2x Eisbergsalat. Kartoffeln, die sind ganz gut, die blauen. Mit denen komme ich ganz gut zurecht. Die schmecken super und sind festkochend, so ein Fruchtdrink, keine Ahnung was, kann sie so in der Schule mitnehmen und dann trinkt sie ja noch Wasser in der Schule. Dann halt so eine kleine Flasche von 200 Millilitern. Soll sie mal ausprobieren, ob das schmeckt, ja. Dann fand ich das im Lidl ganz cool. Gab es auch Kürbisse, die wollte ich dann vorne hinstellen. So jetzt Zierkürbisse, so einfach, ja, sieht einfach schöner aus, wenn da auch Kürbisse liegen. Brauche ich auch zum Kochen so Ingwer. Gab es leider so in Tüten, in Tüte abgepackt. Ja, könnt ihr mal gucken, Ingwer. Beim Tesco haben wir einen Kürbis mitgenommen. Nicht zum Schlitzen. nicht zum Schnitzen, sondern zum Kochen. Und die Kassiererin war so verwirrt. Die wusste gar nicht, dass man Kürbis auch essen kann. Die dachte, das ist immer so zum Verzieren. Die hat auch noch nie Kürbissuppe gegessen. Aber ich habe dann beim Lidl gesehen, den hatten wir ja bei Tesco, beim Lidl gesehen, den anderen Kürbis, der stand auch extra nochmal, dass der verspeist werden kann. Und bei dem bin ich mir nicht so sicher und da habe ich so ein bisschen Schiss. Aber normalerweise steht das ja drauf, ne? Aber egal, der kommt jetzt draußen hin mit den kleinen Kürbissen vorne.
Die hatten so Äpfel mit Marshmallows dran und so, ne? Mit einem Zuckerguss, pink. Haben wir jetzt immer für Julia mitgenommen. Fand ich ganz witzig, 2 Euro. So, dann hatten die noch ein Angebot. Da hatten die verschiedene Sorten. 3 Packungen für 5 Euro. Und wir haben 6 Packungen genommen mit verschiedenen Sachen. Für Halloween, falls doch jemand kommt. Und wenn nicht, dann werden wir das selber verspeisen, nach und nach. Oder verschenken, keine Ahnung. Dann machen wir ein Paket fertig, dann kriegen das unsere Neffen und Nichten. Oder ich verlose auch etwas dann. So richtig kleine Makeaway gibt es ja hier auch. Haben wir mitgenommen. Mars. Gegen Bakterien und Virus haben wir noch 3-mal so Tücher mitgenommen. Weil wir brauchen die auch immer zum, für einen Einkaufswagen und so. Die 78 Cent Küchenrollen. Ich habe jetzt 2 Pakete mitgenommen, da sind jeweils 2 Stück drin. Es war nur noch diese Küchenrollen da. Alle anderen Küchenrollen waren schon weg. Klopapier war schon weg. Wir haben jetzt nur noch das teure bekommen. Ja, sie fangen jetzt wieder an, hier schon zu horten. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber hier horten sie schon wieder. Ich finde es schrecklich. Ja, und bevor wir dann ohne Klopapier dastehen, 10 Stück sind da immer drin, kostet das das teure Papier. Das stand halt noch da, die lassen ja das teure Papier dann schon noch da. Also die kaufen ja immer das billige dann. 10 Stück haben wir, ich glaube, irgendwas bei 4 Euro noch was ausgegeben. Also 8 Euro für Toilettenpapier mit 20 Rollen. Und ich rieche gerade das parfümiert. Oh, oh. Ja, dann duften wir jetzt dann. Das parfümiert. 6er Pack Wasser mitgenommen. Pro Flasche sind 2 Liter Wasser. Den Lockdown machen werden. Das wird auf jeden Fall kommen nächste Woche. Und ja, wir fahren jetzt auch nochmal Baumarkt. Oder beziehungsweise nochmal dahin, wo wir hin wollen. Morgen. Und dann ist ja wieder zu. Dann werden auch die Nagelstudios wieder zumachen. Und ja, kann ich keine Nägel mehr machen, dann ja, wird es wieder so sein, dass ich dann 2-3 Monate keine Nägel machen kann. Also ist jetzt angesetzt so 4 bis 6 Wochen, ja. Also werden wir sehen, was passiert und wie lange. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert doch bitte meinen Kanal, darüber freue ich mich immer sehr. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Ciao, liebe Leute.